Hi, Fisch und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Waft in der Beta-Edition. Und nun viel Spaß. Lebe wohl, kleine Insel. Wir sehen, wie sie da hinten langsam im Nichts verschwindet. Und das macht mich dezent traurig. Und noch trauriger macht es mich, dass ich da ursprünglich mein... Na, ihr wisst schon, was verloren habe. Meine Axt. Ja, das macht mich traurig. Dass ich meine Axt verloren habe. Aber ich habe noch einen kleinen sogenannten... Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Ob man das Hack nennen kann. Oder ob man das einfach nur Glück nennen kann. Auf jeden Fall war es sehr traurig, dass ich meine Axt kaputt gemacht habe. Und dass ich in meiner Blödheit nicht für Ersatz gesorgt habe. Nee. Jetzt schnapp dir das verdammte Brett. Ja. Das liegt an meiner Maus. Und ich hasse sie. So. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch einen für meine Axt. Und dann geht natürlich gleich wieder mein Speer kaputt. Ich habe nämlich einen kleinen Trick rausgefunden, wie man seinen Einmalanker behalten kann. Das zeige ich euch, wenn ich hier in der nächsten Gelegenheit bin. Gut, wenn ich jetzt wieder auf eine Insel komme, egal wie sie aussieht, habe ich wenigstens eine Idee, was ich machen soll. Auf jeden Fall ein großes Ziel wäre die Brennerei. Und ich glaube, wir wollen unseren Willi mal was zu futtern geben. Wasser? Wasser. Ich höre dich. Ja, auf jeden Fall fehlt mir mal wieder was. Und da schwimmen zwei Bretter. Danke, Spiel. Danke, Maus. Wohl eher. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieses Spiel im Coop-Modus viel mehr Spaß macht, aber ich bin jemand, der gerne etwas so erstmal anspielt. Um herauszufinden, wie gut es ist. Ja, so kann man das auch bezeichnen. Und da habe ich schon wieder Hunger. Mann. Gegarter Geflügelschenkel. Voller Protein. Ist mir im Grunde genommen Würstchen. Na also. Jetzt besser. Und natürlich füllt der Kohlenhydrat was nicht nach. Oh nein, und da schwimmen inzwischen schon 200 von den Dingern vorbei. Und ich habe... Und ich immer mit meinen zwei Tomaten auf den Augen. Da sehe ich sie. Vier Fässer. Und bis ich da lang bin... Nö. Auf jeden Fall hoffe ich auf eine neue Insel. Auf jeden Fall habe ich ein neues Waft. Mal gucken, wo zeigt der Wimpel hin? So. Man sieht hier, die Dinger sind schon ganz rot geworden. Und... Stopp. Oha. Warum kann ich das nicht abbauen? Ich verstehe es nicht. Sag mir, Spiel, warum kann ich hier nichts abbauen an den Dingern? Es wird doch recht lustig. Naja, ich wieder mit meinem Glück.
Komm, 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 komm. Hm? Komm. Oh, wo ist mein Floß? Oh, der Heilkraft mich bestimmt auch gleich wieder an. Sag ich doch. Komm schon, schneller, schwimm schneller. Warum ist hier alles so schnell weg? Ich hätte den Anker benutzen sollen. Hallo? Geht's noch? Oh. Alter. Mann, ist das Vieh aggressiv. Junge, Junge. Und was habe ich gekriegt? Ein Metallerz. Toll. Was mir aber nichts bringt, solange ich es nicht schmelzen kann. Also, Steine. Metallerz. Und... Sand könnte man natürlich irgendwie zu Glas schmelzen, wenn man eine Schmelze hätte, die ich nicht habe. Tja. Auf jeden Fall, wir haben langsam genug Holz, um weiterzubauen. Und wir sind soweit vorgesorgt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, liebe Leute. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mache ich mir noch eine Axt. Zur Sicherheit. Nicht, dass ich dann wieder mal so mit leeren Händen vor der Insel stehe. Und tja, sage. Auf sowas habe ich nun gar keinen Bock. Naja. Auf jeden Fall... Tja, Metallbahn. Erstmal haben. Daran scheitert es hier an praktisch allen. Leiterplatte zum Beispiel. Metallbahn. Riesenmuschel. Eine Riesenmuschel. Das klingt natürlich interessant. So, das musste halt einfach sein. Also habe ich schon wieder ein Hai umgebracht. Ich bin der Haimörder. Mich würde ja mal interessieren, was dieser Haikopf bringt. Ob er nur ein hässliches Stück Deko ist. Oder ob man da wirklich was mit anfangen kann. Ich bin aber realistisch und zweifle mal dran. Und apropos, da war ja was, was ich schon die ganze Zeit vergessen habe. Was mir natürlich leid tut. Upsi, da fehlen mir noch 4 Holz. Ich wollte nämlich Bäume anbauen, damit ich wenigstens ein bisschen Holzvorrat habe. Wenn ich denn richtig fangen würde. Gut. Weil ich wollte wahrscheinlich mal gucken, was braucht man für die Anbau-Dings das? Anbauflächen. Als erstes müsste man wissen, hier, 10 Planken, 4 Seil, Scharniere. Oh Mann, wieso braucht das Scharnier? Hab ich? Schienhölzer brauche ich. Geht doch. Wie man als Gestrandeter hier eine Ahnung haben soll, wie eine Leiter... Alter! Ich guck mal... Gut. Ich dachte schon.
Und jetzt regnet das auch noch. Und ich habe kein Dach über dem Kopf. Oh. Da muss ich hin. Komm, liebes Inselchen. Mann, ich hab doch... Los doch, häng dich wieder fest, Blödi. Ja, komm, näher, näher, näher. Ja, sehr gut. Wisst ihr? Erstmal alles einsammeln? Ja, gut. Und das ist dann noch so eine schöne flache Insel. Schnell hier zumachen. Wisst ihr, was ich eigentlich sagen wollte? Das Spiel sagt doch, E drücken und entfernen. Macht das ja nicht, dann ist es nämlich weg. Aber versucht's doch mal. Versucht doch mal, wenn ihr hier drauf drückt und dann X drückt. Zumindest ging es bei mir vorhin. Ich habe X gedrückt und konnte es entfernen. Und ich habe den Gegenstand behalten. Keine Ahnung, ob das Glück war oder nicht. Zumindest war es ein Versuch wert. Und da habe ich schon wieder Durst. Warum hat er jetzt beide rausgenommen? Das alles und noch viel mehr würde ich wissen, wenn ich eine Ahnung. Er soll das einfach da wieder reinpacken. Okay, manchmal ist das Spiel halt... Manchmal ist die Logik des Spiels einfach unergründlich. Und da ist mir schon wieder das Holz ausgegangen. Gut, dann hau ich mir halt 4 davon rein. Gut, wir nehmen wieder alles mit, was wir kriegen können. Gelbe Blume, Blume. Und wir hauen ja alles in Dutt. Ja, so sagt man, Dutt hauen. Und so wie es aussieht, haben wir mal wieder Durst. Ach ja, ist doch schön, was an die Inseln bieten. Und wenn der Sturm endlich vorbei ist, freuen wir uns natürlich auch. Blub. Oh nein, ich hasse dieses Geräusch. Habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse es auch, immer wieder dasselbe sagen zu müssen. So, ich hasse das Sprungverhalten von dem Kerl. Wisst ihr das? Wobei, ich glaube, die Tante springt genauso. Ich stelle mich einfach an die Wand, springe und tada, schon bin ich oben. Und auf jeden Fall holen wir uns jetzt Holz, 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 Holz. Ganz viel Holz. Und eine Ananas. Dies und das mit Ananas.
Na, was ist jetzt schon wieder? Palmsamen. Geht doch. Ist mir jetzt... Oh nein, nein, ich hasse das jedes Mal. Darf man wieder wegen so einem winzigen, lächerlich kleinen Inventar zurücklatschen? Ach ja, da sieht man doch mein schönes Waft. Fein, fein. Jetzt haben wir erstmal wieder genug von dem Käse hier und... Hä? Wir sammeln erstmal. Da ist er schon wieder. Hi. Habe ich den nur erwischt oder nicht? Daneben. La 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 la. Oh ja, ist richtig. Ja, du solltest reparieren. So, genug Zeit verschwendet. Ich muss sie abbauen. Ein Biss kann ich noch ab, dann sterbe ich. Auf jeden Fall, diese Insel hat noch schön viel zu bieten. Da kommt er schon wieder. Okay. Und ich bin mal wieder gespannt, ob das... Ja, natürlich. Es ist so, als wenn die Hai-Sachen mich hier einfach nur auslachen können. Und als wenn die immer besonders viel Holz fressen. Na gut, dann geht's halt nicht. Auf jeden Fall ist es traurig, dass wir uns nur so langsam heilen. Und ich glaube, irgendwo stand hier noch was von Haiköder. Seil, roher Hering und rohe Seebrasse. Na, das ist ja klasse. Keine Ahnung, wie ich das jedes Mal mache. Ich bin Spider-Man. Zumindest so langsam, wie er zuschlägt. Spider-Man mit 80. Und? Sieht doch recht nett aus, mein Waft, was ich mir da zurecht geschustert habe, oder? Mich würde interessieren, kann man hier wieder Bäume pflanzen? Oder sind die Insel dann ruiniert? Wenn ich erstmal damit fertig bin. Ja, was ist denn das hier? Da.
Ach, Spiel. Gut, damit haben wir uns alles hinter die Kien geschoben und haben jetzt ein paar Sachen mehr. Das würde mich mal interessieren. Kann man das hier pflanzen? Natürlich nicht. Finde ich ein bisschen komisch gemacht. Das sind doch belebenswerte Inseln. Daher, warum kann man das nicht besiedeln? Damit dann das Spiel schön dazu zwingt? Naja. Nun denn, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Hat es euch gefallen, lasst mir doch gerne einen kleinen Like da. Bis dahin und tschüss.